Moin liebe Leute, herzlich willkommen. Wir sind im Club. Und erstmal danke fürs Zuschauen hier. Und erstmal richtig schön ein Bierchen holen. Holen wir die Drinks. Vergiss Bier. Und herzlich willkommen zu Far Cry 3 nochmal. Vergiss es. Ich nehme Sambuca Shots. 6-7. Frauenprobleme? Sagt sie das? Ehrlich, Jason, verdirb's dir nicht mit ihr. Ich bin kurze. Also das. Genau das brauche ich jetzt. Dann rein mit den kurzen. Hey, Baby. Moment, Moment. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht schlabbern, nicht schlabbern. Schluck, schluck, schluck. Danke, geschafft. Baby. Yeah. Oh, shit. Pass auf, pass auf. Mein Bruder Riley und sein Pilotenschein. Scheiße! Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Yeah. Woo! Ja. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal recht nochmal überlegen, war das doch vielleicht der Fehler, der nicht hätte sein müssen. Er hätte einfach nicht sein müssen. Oh ja, ich glaube, die Dinger haben richtig reingehauen. Also nur diese eine Pille hat, glaube ich, richtig, richtig reingehauen. So, verlasst die Höhle. Aber ich dachte mir so, ja komm. Konnt man hier oben bitte sehen? So, einmal fällt eine Spritze rein. So. Wir haben jetzt 3 von 5. Das heißt, es fehlen nur noch Keith und Riley. Riley ist ja unser Bruder. Und Keith... werden wir jetzt sehen. Oh. Anscheinend haben wir hier nichts. Erstmal noch ein gelbes Blatt mitnehmen. Willis, bist du's? Jetzt kommt Willis. Ich habe deinen Freund gefunden, Keith Ramsey. Ein Mann, der für heute arbeitet, kaufte ihn. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. Oh nein. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Das klingt nicht so geil. Das klingt nicht so geil. Oh nein. Jetzt kommt halt noch die Sonne vom Hintergrund. Leute, ich muss kurz Pause machen. Muss kurz das Problem hier beheben. Jo, bis gleich. So, und ich bin auch natürlich jetzt schon wieder zurück. Das war jetzt gerade echt ein anstrengendes Feeling. Weil... ja, mein Rollladen ist nicht so groß, weil es sind 2 einzelne Fenster und ich habe es nur bei einem. Ja, und dann muss ich jetzt gerade was provisorisch machen. So. Gehen wir doch mal wieder zurück in die Bar. Bist du Buck? Ich habe nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, hey, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Ein kranker Irrer. Dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den... Deutsch habe ich schon mal gesehen. Deutsch?
Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Digga. Ich hasse diesen Typen. Also, in meinen Augen ist das ein Mensch, den man nicht unterschätzen sollte. Sag ich jetzt mal so, einfach aus dem Grund, weil der Typ einfach brandgefährlich ist. Seilrutschenschütze. Nee, warte mal, wir können ja auch mal gucken, ob wir noch irgendwas an Takedowns. Warte mal, hier müssen wir Kills mit Granaten. Aha. Kills mit Granaten müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Das tun wir uns merken. Schneller nachladen. Das ist perfekto. Mucho prende. Ich weiß, es bringt nicht viel. Ich weiß es wirklich. Aber, Leute, es hilft mir zumindest eine Menge, wirklich eine Menge, wenn ich einfach nur diese kleine, das waren jetzt 200 Meter, wo wir hätten fast laufen müssen. So. Ja, Moinsen. Wir müssen aufs Wasser. Voll vergessen. Jedenfalls ein Tipp. Immer mit dem Stick, zumindest mache ich das immer mit dem Stick. Ich drücke mich gegen die Wand. Also ich rutsche runter, aber ziehe den Stick nach hinten zu mir. Hä? Wie könnt ihr kein Auto fahren, bitte? Ich dachte, ich bin schlimm. Oh, Jetski! Genau, sonst passiert sowas. Manchmal gibt es halt auch Absprünge hier. Yay. Holen wir den grün. Kawabanga! Alter, jetzt geht's wieder fett Geramme hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal in Fitil die Nostalgie. Wir haben auch Takedown von unten. Bruder. Komm schon. Nein! 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 Alter! Es wurde jetzt doch nicht so viel, wie ich es mir dachte. Ich dachte, er kommt näher und wollte gerade Takedown machen und dann sieht er mich auf einmal. Dann dachte ich mir so, jetzt ist eh alles vorbei. So, Leiche plündern. Ich brauche Geld. Ich brauche unbedingt Geld, Leute. Heide, nein. Und ich muss Granatenkills machen. Sag mir jetzt doch nicht, dass das alles hier Sniper sind. Boom! Nein! Ah! Ich hab's nicht gesehen. Alter, das hätte mich richtig jetzt hops nehmen können. Bruder, du wolltest mich hops nehmen, oder? Du wolltest mich hops nehmen. Stirb! Wo ist der jetzt?
Da ist ein weißer Hai. Boom! Oh ja. Leider keine Granaten mehr. Bin ich so traurig gerade. Ah. Ah, das ist ein Dicker. Ich kann noch keine dicken Takedowns. Noch keine dicken Takedowns. Oh, Granaten. Er kann sich eh nicht so schnell bewegen. Boom, Headshot. So, noch kurz hier möchte ich ihn, weil er so dick ist, mal gucken, ob er vielleicht wie so ein dickes Weihnachtsgeschenk ins Fett eingepackt. Mal berauben. Da komme ich nicht durch. So. Perfekt. Ein bisschen beraubt hier die Leute. Und eine Granate wieder. Bitte. Hab eine Granate. Denn ich bin die Granate. Ich muss die Daten finden. Takedown. Oh, Takedown. Zum Glück gibt es dich, mein lieben Takedown. Ich liebe den Takedown. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis in diesem Deutsch mit den Daten aus dem Computer. Ich muss an diesen Nein. Computer ran. Verdammt, ich hätte Messerwurf machen können. Scheiße. So. Die Piraten sind auf dem Schiff. Alle Alarme deaktivierte. Wir machen hier die Tür auf. Mal gucken. Oh, da ist ja noch einer. Das brennt, wenn ich pisse. Hätte ich nur ein Kondom benutzt. Boom. Double Kill. Oh. Oh. Es tut mir aber nicht leid, wenn ich ehrlich bin. Bleiben wir mal sitzen. Kann ja noch mehr passieren. Ihr wolltet mehr Takedowns? Hier sind sie. Oh ja. Perfekto. Alter, habe ich mich erschreckt, Kollege. Alter. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Wow, Jason ist Hacker geworden. Na bitte. Das muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Schneller, du Scheißding! Seh's kommt, gleich geht's. Donut complete hacking alert. Ist das ein Witz? Oh fuck! Oh! Mami! Oh nein! Das war eine Falle, sowas von. Das war einfach eine Falle. Oh, verdammt, nein. Nein, nicht das, was ich am meisten hasse. Ah. Oh. Türe zu, Türe zu. Ich hab Angst, liebe Leute. Ja, Mann, ich hab echt... Oh, fuck. Oh, Entschuldigung, voll die Tür übersehen. Hektisch. Jo, moinsen. Erstmal schön Wasser abkriegen. Können wir am besten.
Hoffentlich wirst du gefressen. Der ist sowas von ersoffen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh ja, Mann. Sauerstoff. Warum nimmt er nicht so einen Tank einfach mit? Oh. Er hat's zerfressen. Oh, Mama Mia. Erstmal noch einen kräftigen Schluck nehmen. Alter, der Typ ist doch nicht normal. Alter Schwede, das Boot, das ist... Boom, das ist weg. Das ist Aua. Jace, raus aus den Federn. Na komm. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher alleine. Keys braucht mich. Okay? Alter, weh, du kommst in ein Haar. Der Typ. Yay! Komm, direkt nächste Mission. Bruder, erstmal die... Oh, direkt erstmal am Strand hier weitergehen. Okay. Dann gehen wir weiter. Wow. Das muss man sich halt einfach geben. Endorphin. Hm. Ein Strandbuggy. Den nehme ich sowas von mit. Oh je, ich sehe schon. Das wird nicht so schnell, glaube ich, gehen gleich, wie es geht. So. Oh nein, Alter. Sag doch jetzt nicht wegen... Sag doch nicht wegen Steinen. Wow. Muss man sich halt echt mal geben hier. Sollen das... Besser. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum Jason, hast du nichts gesagt? Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng He. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem scheiß Deutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Ja, und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt hier. Das wollte ich jetzt nicht genau so sagen, aber im Endeffekt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal.